Hallo Jungs, heute gibt es wieder ein Video auf Deutsch und zwar ist das Thema ein Thema, was ich bearbeitet habe bei unserem BKS-Kurs an der Uni. Also bei uns gibt es kein getrenntes Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, sondern beziehungsweise jeweils eins von dreien, sondern an der Uni wird das etwas anders gesehen und ich will auch gar keine Stellungnahmen dazu machen, sondern es ist einfach so, und ja, ich habe ein Referat oder einen Vortrag gehalten zu einem Thema, was mich angeht, explizit auf Kroatisch, weil ich behaupte, dass ich die anderen beiden Varianten nicht sprechen, schreiben und lesen kann, beziehungsweise und also lesen und schreiben schon, aber nicht explizit sprechen. Auf jeden Fall, das Thema war die Vor- und Nachteile von Synchronisieren und Untertiteln von fremden Filmen. Ja, eine direkte Übersetzung, ihr merkt es schon, ich schau gerade alles vom Blatt ab, und deswegen werde ich immer mal wieder mal so ein bisschen ins Stocken geraten, weil ich das alles hier direkt übersetzen muss. Ja, also begleitend zu den Handouts, die ich gemacht habe für den Kurs, beziehungsweise für die Kursteilnehmer oder für die Stunde, habe ich viele waren es? Ich glaube, vier oder sechs Filmausschnitte gezeigt. Und zwar jeweils drei gleiche, aber in verschiedenen Sprachen. Um die Argumente, die ich gleich vorbringe oder vorbringen werde, ja, zu untermauern. Und zwar wären das drei Szenen, zwar aus einem Film, und zwar Conan der Barbar. Die Szene, wo Conan den Subotai kennenlernt, und die Szene, wo Conan und Subotai über die Götter philosophieren. Also Götter in dem Film, natürlich nicht über etwaiges Reales. Oder nicht Reales, wie auch immer. ihr wisst schon, was ich meine. Und die dritte Szene war aus Rambo 1, die Szene in der Gefängniszelle. Ja, im ersten Drittel ungefähr. Im ersten Drittel vom Film. Ja, und dann fange ich auch schon mal an mit den Vor- und Nachteilen des Synchronisierens und Untertitelns von fremdsprachigen Filmen. Also, wenn wir einen Film synchronisieren, dann steht im Prinzip der Spaßfaktor, könnte man sagen, im Vordergrund. Zum Beispiel für Kinder oder allgemein für alle Sprecher einer Sprache. Was ist der Nachteil? Also den Spaßfaktor nehme ich mal als Vorteil. Was ist der Nachteil? Durch, ja, falsche Übersetzungen oder ja, nicht sinngemäße Übersetzungen, da kann sich die gesamte Geschichte, beziehungsweise also der gesamte Geschichtsverlauf sozusagen verändern. Also nicht im bildhaften, sondern im sinnhaften Sinne. Im sinnhaften Sinne. Ja, also Details in der Geschichte können sich ändern. Also entweder durch Fehler oder durch Kompromisse in der Übersetzung, weil alles, was übersetzt werden muss, muss ja auch klanglich bzw. lautlich so angepasst werden, dass es der Aussprache im Film, also der Lippenbewegungen und so weiter, angepasst wird. Was ist mit den Untertiteln? Also wenn wir Untertitel hinzufügen, dann gesellt sich zu dem Spaßfaktor auch ein edukativer Faktor, also ein, ja, wie kann man das auf Deutsch sagen? Ein Bildungsfaktor, das klingt dumm und ist falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ein edukativer Faktor. Und der Vorteil ist noch dazu, dass man den Film im Original anhören kann. Das heißt, also wenn man es nicht schon ist, dann gewöhnt man sich an den Klang der originalen Sprache und natürlich noch dazu die Lippenbewegungen der Originalsprecher, der Schauspieler. Ja, was kann man hier als Nachteil ansehen? Der Spaßfaktor geht etwas in den Hintergrund oder ist zweitklassig, und ja, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, andere Leute sehen das anders oder haben das anders erfahren,
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich Untertitel verfolgen muss, dass ich dann weniger Aufmerksamkeit der, also wenn, dass ich der ganzen Geschichte oder der Handlung weniger Aufmerksamkeit schenken kann. Also sozusagen entweder oder. Und das passiert mir sogar bei Filmen, deren Originalsprache ich weiß und also oder verstehe, spreche. So geschehen zum Beispiel, eines Sommers in Kroatien habe ich irgendeine uralte deutsche Serie geschaut und die war natürlich untertitelt. Und irgendwie hatte ich diesen Zwang, die Untertitel mitzuverfolgen, obwohl ich ja Deutsch natürlich kann. Und aber ich glaube, das ist so irgendwie eingebaut, wenn ich nach Kroatien komme, dann muss ich Untertitel verfolgen. Oder irgendwie sowas. Das kennt man eigentlich in Deutschland gar nicht, weil alles hier synchronisiert wird. Ja, und dann kommen wir noch zu dem dritten Punkt. Das Anschauen von nicht synchronisierten und nicht untertitelten Filmen. Also, wenn man eine Sprache nicht beherrscht, dann hat das natürlich eigentlich keinen Sinn. Aber wir dürfen natürlich auch nicht die Fälle außer Acht lassen, wo Kinder allein durch das Zuschauen, also jahrelanges Trickfilmschauen in fremden Sprachen, diese eine fremde Sprache zu guter Letzt lernen. Natürlich nicht auf schulischem Niveau, aber das kann man ja dann noch ergänzen. Ja, und also wenn, sagen wir mal, wenn ich diese Sprache gar nicht oder nur schlecht beherrsche, dann ist das natürlich, dann fällt natürlich der Spaßfaktor ganz weg. Außer es ist eine Sprache, die ich neu gelernt habe, oder was heißt neu, also die ich nach jahrelangem Lernen gelernt habe, zu Ende gelernt habe. Dann macht es mir wahrscheinlich schon Spaß. Aber gut.